Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder bei einem neuen Video dabei seid. Manche von euch können sich vielleicht daran erinnern, dass ich vor einigen Monaten schon mal ein Video zu den Siriderma-Produkten hochgeladen habe. Beziehungsweise hatte ich auch auf Instagram euch davon berichtet, dass ich mir von der Firma Siriderma verschiedene Pröbchen habe zukommen lassen, um die Salben oder Cremes von denen mal zu testen. Und jetzt sind ja schon einige Monate her und ich dachte mir, ich mache einfach nochmal so ein Fazitvideo. In der Zwischenzeit hatte ich mir die Salben in größeren Größen nachbestellt. Und zwar hatte ich mir die Aufbaupflegecreme Plus ohne Duft in der Größe 150 Milliliter nachbestellt. Und dann hatte ich mir die Aufbaupflegecreme Intensiv, die habe ich auch noch da, die ist mit Zink, nachbestellt, auch in der gleichen Größe. Und auch ohne Duft, so sieht die aus. Hier hinten, das ist nur so ein Ding, falls es jemand von euch nicht kennt, das ist einfach nur dazu da, dass man das besser aufrollen kann. Aber ich habe noch nicht so viel von der Salbe genutzt. Das liegt daran, dass ich die Pröbchen ja damals hatte und dann bin ich ja ins Krankenhaus gekommen und hatte dort wieder viele neue Salben zum Ausprobieren mitbekommen. Das heißt, die Siriderma-Salben sind etwas zu kurz gekommen, aber die andere Tube ist schon aufgebraucht. Deshalb denke ich, dass jetzt schon ein guter Zeitpunkt ist, ein kleines Fazit zu den Sachen zu geben. Also generell möchte ich sagen, das war ja am Anfang schon so, ich bin immer noch begeistert von dem Service, weil man wirklich dort anrufen kann und sich beraten lassen kann und man hat den Eindruck, dass die Person wirklich kompetent ist, die einen berät und einem wirklich auch helfen möchte, die perfekte Cremepflege oder die perfekte Cremeauswahl für einen selber zu finden. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass Siriderma zwar eine große Produktpalette hat, aber nicht so groß, dass man das Gefühl hat, man geht komplett unter und weiß jetzt gar nicht so, was man verwenden soll. Also der Service gefällt mir sehr gut und die Produktauswahl gefällt mir sehr gut. Was mir auch sehr gut gefällt, ist einfach, dass die ganzen Produkte von Siriderma vegan, tierversuchsfrei und basisch sind. Mir gefällt einfach das Konzept von Siriderma, einfach mal eine basische Hautpflege anzubieten. Seitdem ich mich da so ein bisschen mit beschäftigt habe und auch regelmäßig Basenbäder mache, denke ich, dass das schon eine sehr gute Alternative ist zu herkömmlichen Cremes. Von daher ist es ein weiterer Pluspunkt aus meiner Sicht, das Gesamtkonzept von Siriderma. Generell muss man aber sagen, dass die Salben recht teuer sind. Also wir können zusammenfassen, dass Siriderma ein tolles Gesamtkonzept anbietet, dass der Service klasse ist, dass die Produktauswahl sehr toll ist, dass die Produkte, die ich jetzt bis jetzt testen durfte, ganz gut verträglich sind auf der Haut. Die Negativpunkte aus meiner Sicht sind, dass es halt sehr teuer ist und was noch dazu kommt. Natürlich gibt es sehr, sehr positive Berichte mit den Siriderma-Salben, so was ich jetzt gelesen habe. Aber ihr könnt jetzt nicht euch so eine Salbe kaufen und hoffen, dass dann damit komplett eure Neurodermitis oder so verschwindet. Also es kann sehr gut zur Linderung von Neurodermitis zum Beispiel oder von Schuppenflechte zum Beispiel eingesetzt werden, einfach als gute Pflegeergänzung, aber generell sollte man nicht den Eindruck haben oder die Hoffnung haben, dass nur dadurch, dass man die Pflege umstellt oder überhaupt eine Pflege hat für seine Haut, dass dadurch dann die Hautkrankheit verschwindet, sondern das ist ja immer ein ganzheitlicher Prozess, den man auch ganzheitlich betrachten muss. Aber von daher würde ich es jetzt nicht unbedingt als Negativpunkt betrachten, aber es ist einfach ein Punkt, den man sich bewusst machen sollte. Wen das Ganze jetzt nochmal genauer interessiert, wie viel ich jetzt für die Salben bezahlt habe, welche Salben ich mir genau nachbestellt habe, wer mein Fazit gerne nochmal in schriftlicher Form nachlesen möchte, der kann das natürlich auch alles machen auf meinem Blog. Es gibt wieder einen aktuellen Blogbeitrag zu dem Ganzen auch. Ich denke, das ist immer ganz angenehm, wenn man nochmal was nachlesen möchte. Dort ist auch nochmal der Blogbeitrag mit meinem Ersteindruck verlinkt. Was ich noch dazu sagen muss, das habe ich auch in meinem Blog geschrieben, dass sich da keiner wundert. Generell bin ich etwas vom Creme im Moment abgekommen. Meine Neurodermitis war ja jetzt 2 Wochen am Stück gut, also zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video drehe. Ich hoffe, bis das Video hochgeladen ist, dass er da immer noch gut ist. Von daher versuche ich auch in der Zeit vor allem sehr wenig zu cremen. Aber dazu vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt mehr. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein zu dem Fazit zu den Siriderma-Produkten. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und vielleicht auch so eine kleine Entscheidungshilfe wiedergeben, falls ihr vorhabt, euch die Produkte zu kaufen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Übrigens möchte ich noch ganz kurz in dem Video auch die Gelegenheit nutzen und euch sagen, dass ihr euch nicht wundern sollt, bitte, wenn jetzt so wenige Videos wiederkommen. Das liegt nicht daran, dass ich keine Lust habe, Videos zu drehen oder dass mir die Ideen ausgegangen sind. Es ist eher im Moment so, dass das Gegenteil der Fall ist. Ich habe so viele Ideen und so viele Sachen, die ich vorhabe, dass ich einfach versuche, die Stück für Stück abzuarbeiten. Vor allem für meine Blogs ist gerade sehr, sehr viel in Planung.
Ich kann jetzt so ein bisschen was verraten, zum Beispiel für meinen Hautblog. Das passt ganz gut auch zu dem Video vielleicht. Da ist zum Beispiel eine Willkommensseite geplant, die ist schon in Arbeit und das Grundgerüst steht auch schon, wo jeder, der das erste Mal zum Beispiel auf meiner Seite ist, direkt so eine kleine Anleitung bekommt, wie er sich auf der Seite zurechtfindet, wo es bald einen Erste-Hilfe-Plan geben wird, wenn man zum Beispiel einen Akne- oder Neurodermitis-Schub haben kann, was so die ersten Sachen sind, was man zur Erleichterung dann machen kann und wo es auch bald einen Schritt-für-Schritt-Plan geben wird. Der ist auch schon in Arbeit und ich hänge da wirklich viel Zeit rein und ich versuche das wirklich so gut es geht fertig zu bekommen. Es wird dann so sein, dass bei vielen Sachen erstmal nur Grundgerüste entstehen werden, wo ihr dann aber sehr viel mitsprechen könnt. Ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass es vielen so geht wie mir, dass man einfach so viele Möglichkeiten und Ideen von überall zugetragen bekommen, Verwandte, Freunde, die sagen einem, probier doch mal jenes aus und dann hört man von der Hautklinik und hört von der Reha und irgendwann ist man total verwirrt und weiß gar nicht so, was soll ich jetzt als erstes machen und einfach um da wirklich mal eine Hilfe zu bieten, soll dieser Schritt-für-Schritt-Plan auch entstehen. Aber ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ihr werdet es dann entsprechend noch erfahren, wenn es soweit ist. Sogar auf meinem Blog denken manche vielleicht, okay, es kommen nicht so viele Blogbeiträge, aber das ist einfach, weil im Hintergrund so viel Arbeit momentan abläuft und ich freue mich schon total, wenn ich die Sachen dann veröffentlichen kann und mit euch teilen kann. Und ansonsten war es das jetzt tatsächlich mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bis dann!